Der 5-Platten-Vakuumsauger Evolution Topline. Ein Sauger, der sämtliche Sonderausstattungsmerkmale in einem Gerät vereint. Und auf diese Sonderausstattungsmerkmale möchten wir mal im Detail eingehen. Das heißt, zuerst haben wir hier ein integriertes Leitungssystem. Das heißt, alle Luftschläuche gehen nicht mehr außen an die Platten, sondern von innen in die Traverse. Und dann sind die Schläuche in der Traverse entlang geführt und kommen dann hier jeweils einzeln zu den Saugplatten. Das Ganze ist sehr viel übersichtlicher und sehr viel aufgeräumter. Jede Saugplatte hat ihr eigenes Schiebeventil zum Entlüften bzw. zum Steuern der Platten. Schiebeventil ist deswegen von Vorteil, da hier ein falsches Vakuum vermieden wird. Falsches Vakuum bedeutet, die Platte hängt am Sauger, wird abgesetzt, die Platten werden entlüftet und eine Saugplatte hält trotzdem noch das Vakuum und die Platte wird wieder angezogen. Das kann zu einem Bruch oder zu einem Schaden an der Platte führen. Schiebeventile entlüften zu 100%, das heißt, ein falsches Vakuum wird komplett vermieden. Weiteres Feature sind an jeder Saugplatte die optischen Anzeigen. Das heißt, diese Anzeigen hier stehen jetzt natürlich auf Rot. Wenn die Saugplatten in Aktion sind, ändert sich hier diese Farbgebung von Rot auf Grün. Wir werden es nachher sehen, wenn wir den Sauger einsetzen. Einen automatischen Luftmengenregler. Das heißt, dieses Gerät steuert die eingehende Luft. Hier ist der Anschluss, hier geht die Luft rein, hier ist die Venturi-Einheit und dieses Gerät steuert uns immer nur dann an, wenn wirklich auch Luft gebraucht wird, um ein Vakuum zu erzeugen. Ist das Vakuum aufgebaut und ich brauche keine Luft mehr, keine Druckluft mehr, dann schaltet das Gerät automatisch ab. Das vermindert einmal die benötigte Luft an sich und zum anderen auch die Geräuschbelastung für den Anwender. Wird wieder Luft benötigt, schaltet er wieder zu. Und es wird wieder weiter Vakuum aufgebaut. Eine weitere Sonderausstattung ist das sogenannte Küchenplattenkit für schmale Stege. Das heißt, ich habe hier einmal auf einer Quertraverse zwei schmale Stegsauger von 300 x 50 mm, um schmale Stege abzusichern, beziehungsweise einmal auf der anderen Seite einen schmalen Stegsauger von 50 x 400 mm, um auch hier schmale Stege an der Seite von einer Küchenplatte zu sichern. Das sind sämtliche Sonderausstattungsmerkmale, die es im Moment als Option bei Manzelli gibt. Man kann natürlich auch sagen, okay, mir gefällt das eine oder das andere und ich integriere dann einfach das in einen Standardheber. Das heißt, das ist voll optional und individuell zusammenstellbar. Wir setzen den Heber jetzt mal ein und dann wird man die Ausstattungsmerkmale auch mal in Aktion sehen. So, das ist der Manzelli Evolution Heber im Einsatz. Was man jetzt hier schön sieht, das, was ich eben erklärt hatte, optische Kontrolleinrichtung. Jetzt sind die Platten natürlich angesaugt und alle optischen Warneinrichtungen sind jetzt auf grün gesprungen. Das heißt, der Bediener sieht, okay, die Platte arbeitet einwandfrei. Auch hier, man hört jetzt überhaupt kein Geräusch vom Venturi-System. Es ist ein Schalldämpfer hinten dran, das heißt, das Gerät ist an sich sowieso schon sehr leise. Aber der Luftmengenregler hat jetzt auch abgeschalten, weil es ist ausreichend Druckluft verwendet worden, um das notwendige Vakuum zu erzeugen. Und dadurch hat das Gerät jetzt für den Moment ausgeschaltet. So, jetzt können wir nochmal zurückkippen. Das ist die absolute Top-Klasse unter den Vakuumhebern. Der Herr Popal schließt jetzt gerade den Keramikheber an. Hierbei handelt es sich um ein Gerät, das ausschließlich zum Einsatz in dünnen Keramikplatten verwendet wird. Und wir haben hier die typische Problemstellung. Der Kunde bekommt die Platten geliefert. Die Platten sind 3,20 m mal 1,50 m in der Größe, 6 mm stark. Und es ist natürlich bei dieser Größe sehr problematisch, diese Platten aus dem Holzverschlag zu entladen. Da soll natürlich
sehr, sehr sicher vonstatten gehen. Und deswegen ist dieser Heber optimal dafür geeignet. Er hat 16 einzeln ansteuerbare, runde Saugplatten, die federgelagert sind für ein sehr sanftes Aufsetzen auf der Platte. Man sieht es jetzt, wie erst die Federn entlasten und dann die Platte angehoben wird. Und somit kann die Platte, die fast 6 Quadratmeter groß ist, sicher und ohne jede Probleme aus dem Holzverschlag entnommen werden und in ihre spätere Position gebracht werden. Sei das zum Zwischenlagern in einem Gestell oder eben direkt auf die zu bearbeitende Maschine. Der Heber hat auch eine Kippvorrichtung. Das heißt, die Platte kann auch stufenlos in jedem Winkel geschwenkt werden. Mein Celli-Lift der Typ GPN. Das Gerät zeichnet sich aus einmal durch zwei Zylinder, die die Platte von 0 Grad auf 90 Grad schwenken können. Aber das Gerät hat auch noch mal einen zusätzlichen Zylinder, um die Platte in der Horizontalen schwenken zu können. Der Vorteil hierbei ist, wenn es um große Werkstücke geht, die auch in der Horizontalen auf eine bestimmte Position gedreht werden müssen, dann hat man hier diese Möglichkeit, das über eine Pneumatik zu tun. Sieht man schön, wie sich die Platte um 180 Grad der Horizontalen dreht. Sowas wird zum Beispiel auch beim Einbau von Fassadenplatten verwendet. Da sind solche Geräte schon zum Einsatz gekommen, wo es sehr wichtig ist, in verschiedenen Winkeln und verschiedenen Drehungen Platten zu positionieren.